So, hallo und willkommen bei der Hunter. Ja, weiter geht's. Wir sind hier in Tichenau und werden heute versuchen, ein paar Wiesents zu jagen. Mit dabei die 7 mm Magnum. Haben wir auch schon in der There Hand. should be a trap nearby. Und voraus war jetzt noch ein Reh. Das hatte ich jetzt bereits mal angelockt. Müssen wir mal schauen. Ja, eine richtige Waffe haben wir jetzt für Rehe nicht mit. Ich habe jetzt die 270er mit, aber das ist genauso, als würden wir jetzt mit der 7 mm schießen. Wir bekommen hier ebenfalls keinen Bonus drauf. Die Waffen sind zu groß. Aber ich kann leider auch keine Drittwaffe mitnehmen, da ich noch ein Zelt mit habe und somit mein Gewichtslimit erreicht ist. Obwohl, wir können eigentlich die 270er nehmen. Ist jetzt nicht ganz so überpowered, als wenn wir hier mit der 7 mm schießen. Ach, da ist es doch. Versuche mal schön in die Wirbelsäule zu schießen. Dann liegen die meistens auch sofort und rennen erst nicht noch weg oder was mir oft passiert, wenn man jetzt auf die Lunge schießt, dass man vorne noch mal den Vorderlaufknochen trifft. So, hier Brustwirbelsäule. Gut getroffen, leider kein Ethikbonus. Wie gesagt, liegt an der Waffe. Aber naja, okay. Was ist denn hier los? Ich kann einfach das nicht lassen. Wenn ich was höre, dann möchte ich es auch schießen. Auch wenn wir hier auf Jagd nach den Wiesents sind. Also ganz so weit war weg, war es ja gar nicht. Oh, jetzt haben wir natürlich eine schöne Blendung im Visier. Das ist natürlich schlecht. Was haben wir denn dort? Ein paar schöne Wiesens. Ich sagen, da steht das Reh war, ja. Dann lassen wir mal das Reh in Ruhe. Wir werden uns hier mal um die Wiesents oder um eins davon kümmern. Ach, noch ein Reh. Ja. Weggerannt. Das haben wir nicht so gut getroffen. Okay, macht nichts. Hat nichts zu sagen. Wir machen hier mal hinterher. Das.
sind aber auch schwer zu erlegen. Und wir schießen hier schon mit großem Kaliber. Bloß bei den Wiesents müssen wir aufpassen. Wenn die angeschossen sind, dann greifen die auch gern mal an. Müssen wir ein bisschen Obacht geben. So, jetzt heißt es aber erstmal Blutspur suchen. Blutspurwunden, was? Eine Fleischwunde. Aber wir sehen, das PDA ist rot. Fuchs. Ah, der ist hinterm Berg. Ja, das PDA ist rot, das heißt, die Tiere sind inzwischen gestorben. Und das nenne ich doch jetzt mal einen Blutspritzer. Steht da zumindest. Ein tödlicher Treffer, aber Blutspritzer. Und hier drüben haben wir nächsten Blutspritzer natürlich. Natürlich schön, dass die beide in dieselbe Richtung gerannt sind. Aber wir sehen, die sind noch verdammt weit gekommen. Okay, hier vorne liegt schon mal der erste. Und da liegt auch der zweite. Müssen wir mal schauen, wo wir die getroffen haben. Also den ersten, den hatte ich eigentlich gut getroffen. Nachschuss ging dann ja, ziemlich im Bauchraum. Okay, das war der zweite. Genau, den haben wir eigentlich schön Lungenflügel links getroffen hier. Und das, den Knochen meinte ich, wenn man hier drauf trifft. Oh. Da haben wir bloß so eine Fleischwunde, Muskel gerissen. So, Effizienzbonus haben wir 0. Okay. So, schauen wir uns den mal an. Muskel getroffen. Okay. Ja, da haben wir hier. Hier ist ja nichts in dem Bereich. Keine Organe. Mal kurz die Wirbelsäule verfehlt. Und hier, ach, Magen, Darm, Leber. Das ist natürlich als Jäger. Dahin darf man überhaupt nicht schießen. Jetzt sozusagen sind die ganzen Innereien ausgetreten und das Tier ist ein bisschen verunreinigt. Sagen wir mal so. Okay, weiter geht die Jagd. Würde ich sagen, hier ja, schauen wir mal an, wo die Spuren hier hingehen. Und da folgen wir denen einfach mal. Ja, Wind ist äußerst schlecht. Wir haben so richtig starken Rückenwind.
Das heißt, sehr nah können wir uns da nicht ranpirschen. Ja, nichts. Nicht mal mehr ein Reh oder ein Fuchs. Eine Stille hier. Aber jede Menge Spuren. Könnte jetzt natürlich sein, dass sie Richtung Wasser unterwegs sind. Mal schauen, wo wir sind überhaupt. Genau, hier sind wir. Hier haben wir so einen See. Okay. Könnte sich jetzt wieder beruhigt haben. Naja, ein Reh. Pass auf, das können wir ja mal anlocken. Im Fall hier unten ist nichts. Vielleicht kommt ja dann schon mal das Reh. Was macht man jetzt? Jetzt ist das Reh schon da. Ach ja, verhalten uns mal ruhig. Das können wir ja erstmal in Ruhe lassen. Und wenn wir hier gar nichts finden, locken wir es wieder an. Jetzt haben wir hier noch ein Reh. Du weit und breit kein Wiesent. Was ist jetzt hier umzingelt von Rehen? Also hier ist eine Spur, das sehen wir. Es ist Gras platt getrampelt. Ach ja je. Jetzt haben wir hier die ganze Herde. Der lag sofort. Da würde ich mal stark vermuten. Wirbelsäule. Was? So viel Spuren und bloß zwei Tiere? Da locken wir uns nochmal das Reh an. Oder die Rehe.
ja, Silber bekommen. Haben wir schön in die Wirbelsäule geschossen. Genau als er sich umgedreht hat. Ach, da hinten steht's. Na komm, das steht gut. Ah! Also, da brauche ich gar nicht gucken. Das ging vorbei. Schön seitwärts vorbeigeschossen. Na gut. Dann lassen wir mal das Reh in Ruhe. Gehen wir mal hier weiter. Hier ist ja das zweite Wiesent weggerannt. Rinderlandschlucht, ja, hier gibt's Wiesente oder Wiesenz. Jetzt hätte ich gedacht, ich höre was traben. Na, Spuren haben wir hier. Das klingt wie ein Brumpftruf. Ja, auf jeden Fall höre ich ihn laufen. Also der macht hier ordentlich Geräusche. Ist das der hier unten? Ach, hier sind einige im Busch. Suchen wir uns mal schön raus. Den hier, der hat ein paar schöne Hörner. Nicht lang fackeln hier. Okay, also der lag sofort wieder. Jetzt mal schön. Mal sehen. Ein hier mit Trophäen. Mal Silber. Trophäenwertung 92. Genau, Trophäenwert Hörner. Haben wir wieder Wirbelsäule getroffen. Ihr seht, das
lohnt sich wirklich, wenn man versucht, die Wirbelsäule zu treffen. Das machen wir. Rennen wir hier hinterher? Ich würde sagen, ja. Das versuchen wir noch mal. Hier ist das eine Aussicht. Das waren doch bestimmt noch vier, also mindestens drei andere Tiere. Ja, jetzt sind wir wieder zurück, wo wir eben losgelaufen sind. Aber welche ist jetzt die frische Spur? Die hier oder die? Ich denke mal fast die hier. Ja, da haben wir schon einen gehört. Das müssen wir bloß wieder finden. Ja, das könnte wirklich der sein, der die Geräusche hier von sich gibt. So schlechte Schussposition, wie wir hier haben. Oh ja. Die Spuren hier. Wahnsinn. So, schauen wir eben, wo wir uns befinden, hier am See. Das Fragezeichen ist dieser
Steinpodest. Ja, ich renne jetzt mal noch ein bisschen hinterher hier. Das Laufen hat hier keinen Sinn. Da laufen wir, glaube ich, so schnell wie der auch läuft und werden den nie einholen. Naja, okay. Also die Folge ist jetzt schon länger geworden wie gewollt eigentlich. Würde ich mal sagen, brechen wir die Verfolgung ab. Und werden wir hier die Folge beenden. So gerne ich auch den noch jetzt zum Abschluss erlegt hätte, aber wir hören nichts. Okay, wie gesagt, brechen wir die Verfolgung ab, werden mal die Episode hier beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, konnten ja einige Wiesens erlegen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder und wenn es euch gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen nach oben und bis dahin.